So, und da gibt es heute eine neue Folge aufs Live. Ich habe jetzt gerade leider nur eine Party, die nur einen Platz hat, weil aktuell sind alle anderen voll. Vielleicht hat die jetzt den gleichen Slot mehr. Müssen wir das Ding vielleicht dann auflassen. Okay, ja, ich komme momentan gerade kaum nach, irgendwie was zu machen oder aufzunehmen. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich... Es ist irre, was aktuell los ist. Also... Ich gebe euch einfach mal ein kurzes Update, weil auch ich jetzt gedanklich überhaupt nicht irgendwie anders mich irgendwas reinversetzen kann. Also ich kann euch sagen, bei uns ist jetzt wirklich der komplette Wahnsinn ausgebrochen, so privat hier. es ist eigentlich gar nicht lustig, aber... Ich muss es halt einfach irgendwie weglachen, weil... Oh, das ist wieder eingeloggt, come on. Weil es ist verrückt, es ist einfach nur verrückt. Also ich habe euch ja damals erzählt, also vor, was heißt damals, vor ein paar Tagen war das erst. Wir wollen uns das Haus verkaufen, besser gesagt meine Eltern. Und wisst ihr, was passiert ist? Der Maklervertrag ist schon unterschrieben. Oh, ich bin halt wirklich mittlerweile, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich fühle. Ich fühle irgendwie eine Mischung aus irgendwie Verzweiflung, irgendwie Unsicherheit, gewissermaßen auch einfach Angst, Zukunftsangst und ich bin auch einfach sauer. Ich kann es euch gar nicht genau sagen, was ich fühle. Also das ist halt irgendwie so ein Mix aus den allen, also aus den ganzen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe. Wir hatten es im Prinzip, wir hatten zumindest hier in diesem Ding Stabilität. Also zumindest wohntechnisch hatten wir Stabilität. Alles andere ist bei uns immer volles Chaos. Und jetzt haben wir es einfach nicht mehr. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich habe jetzt mal nachgeschaut, also selbstständig mal nachgeschaut, wo wir hinziehen wollen würden. Ich meine, ja, es ist ein großes Dorf, fast schon an der Grenze zu einer Kleinstadt, aber es ist halt noch ein Dorf. Und es gibt aktuell, ich glaube, 19 Häuser habe ich gefunden. Nice, Ringmaster läuft nicht hinterher. Doch, läuft schon hinterher. 19 Häuser habe ich gefunden. Und die allermeisten, ich glaube 18 davon, sind zu teuer. Oder ich glaube 1 oder 2, glaube ich, waren noch zu alt. Also das heißt, das Angebot ist einfach nicht da. Und wenn wir dieses Haus hier verkaufen, wir kriegen kein neues. Wir kriegen zumindest da, wo wir hinwollen, kein neues. Und... Ich kriege gerade echt so ein bisschen die Vollkrise, weil ich denke, die meisten können es auch nachvollziehen, denn jetzt versetzt euch mal so meine Lage. Wir verkaufen das Haus und kriegen kein neues. Wir haben entweder die Option, irgendwo hinzuziehen, wo wir nicht wollen, also im Prinzip eigentlich diesen ganzen Weg, den wir quasi gehen wollten, oder wo wir zurückgehen wollten, in die alte Heimat, komplett zu beerdigen. Oder ja, in irgendeine alte Bude ziehen, wo wir exakt das gleiche haben wie jetzt, halt nur in grün. Also, aber es kommt nicht in Frage, vor allem mit diesen ganzen Sachen wie Heizungsgesetz und weiß der Geier was, das ist auch eine Schuldenfalle dann wieder. Und die Sache ist einfach, also ja, dieses Haus wird jetzt dann verkauft. Das ist schon mal dieser Not-Getting-Away-Effekt. Aber wir haben nichts anderes. Wir haben keine Option, wir haben keine Perspektive. Wir haben jetzt dann zwar theoretisch einen Haufen Geld auf der Bank, was uns aber nichts bringt, weil die Preise so hoch sind, dass wir dafür kein Haus kriegen. Also zumindest nach Abbezahlung der Schulden dann. Es gibt welche, ja, aber die kommen halt eigentlich kaum in Frage. Und da, wo wir eben hinwollen, da kosten die Häuser 10 bis 80% teilweise mehr.
was man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Aber ja, es ist wirklich verrückt. Die Preise sind so surreal, es ist Wahnsinn. Aber ja, fangen wir mal so an. Ich hatte damals nach dem Umzug, oder seit dem Umzug hatten wir wirklich ja nur noch Unsicherheiten. Ich meine, ich hatte fragmentiertes Chaos in der Schule. Meine Ausbildung war fragmentiertes Chaos. Ja, Arbeit dann genauso. Und dann kam Corona und seitdem ist es sowieso bloß noch Chaos ohne Ende. Die einzige Sicherheit, die ich halt hatte, war, und auch die einzige Stabilität im Leben, war halt Familie, klar, und eben das Haus. Und jetzt bald fällt auch das noch weg. Also fällt das Haus weg. Denn, also es ist wirklich verrückt. Vor allem, ihr müsst auch mal bedenken, was das Ganze auch mal so bedeutet. Es kann sein, dass wir quasi aus unserem eigenen Haus raus müssen und keine Ahnung, wohin gehen. Also, der Worst Case wäre halt wirklich in irgendeine Mietwohnung zu ziehen, um dann quasi ein zweites Mal umziehen zu müssen, wenn wir dann quasi halt ein Haus finden, was halt wirklich verrückt ist. Ich meine, meine Mutter ist krank, ziemlich krank. Mein Stiefvater ist bald 66. Es ist irre. Je mehr Gedanken, dass ich mir drüber mache, desto verrückter ist es einfach. Also, wir sind gerade echt so komplett an der Schwelle einfach zur Selbstzerstörung. Und meine Eltern, oder zumindest meine Mutter, die glaube ich, rafft das einfach nicht. Die, glaube ich, versteht es einfach nicht. Vor allem muss man auch mal bedenken, angenommen, wir kriegen jetzt hier irgendwie, was weiß ich, 800, 900, vielleicht sogar eine Million. Dann liegt bis zu 1 Million Euro auf dem Girokonto. Total toll. Inflation momentan ist irre. Ja, ich weiß, es wird irgendwie wieder gesagt, es ist über 2,8% nur noch oder so. Die Inflationszahlen waren schon immer Bullshit. Ich meine, sind wir uns, glaube ich, einig. Ob man jetzt daraus 10% dichtet, 2% oder 5%, glaube ich, spielt gar keine Rolle. Also ich glaube, man kann sagen, diese 8,6 beziehungsweise damals offiziell 12,6%, auch die waren geschönt, das waren 20% in diesem Jahr. Und die Nahrungsmittel, also die Inflation von Nahrungsmittel, Energie und Co., lag ja auch bei über 30% zum Beispiel. Also quasi das, womit wir tagtäglich zu tun haben, du und ich, also wohnen, essen, Leben, Mobilität, ist um über 30% gestiegen. Zum Beispiel in 2022, glaube ich, war es. So. Diese 12,6% beziehungsweise die nachkorrigierten 8,6% sind natürlich kompletter Schwachsinn. Was ich sagen will ist, wenn man viel Geld hat auf dem Konto und wir eine Inflationsrate haben von aktuell, was wird es sein? Wir haben wahrscheinlich immer noch 5, 6, 7% aktuell, realistisch gesehen, für das kommende Jahr. Das ist dumm. Es ist einfach dumm. Ich meine, ihr müsst mal überlegen, 5-7%, wenn 50.000 bis 70.000 Euro, die in einem Jahr vernichtet werden. Und dazu kommt noch viel mehr. Die Häuserpreise sind bei uns in den letzten Jahren, ich habe mir ausgerechnet, gestiegen, um sage und schreibe, 20% pro Jahr. Natürlich, 2008 war die Finanzkrise, deswegen sind die Preise damals gesunken und dann wieder gestiegen. Aber selbst... nein! Ey. Warum kickt mich dieses Arsch? Aber gut, ich habe trotzdem noch eine andere Party gefunden. Gut. Realistisch, die Preise werden trotzdem um 10% steigen. Also nimmt man jetzt mal das ganze Inflationsthema raus und konzentriert sich nur auf die Hauspreise. Wir sind jetzt quasi an der Grenze, wo wir uns gerade noch so ein Haus kaufen könnten. Wenn es ein Neubau ist, dann wirklich komplett nur leere Hülle. Kein Solar, kein PV, kein Kachelofen, keine Garage, kein Carport, nichts. Also wirklich nur ein
einen fertigen Rohbau quasi. Also kein Rohbau, sondern halt ein fertiges Haus. Eine Haushälfte sogar nur. Also kein Haus, nur noch Haushälfte und sogar ohne Garten. Also wirklich das absolute Minimum. 2025 sind allerdings die Preise dann wahrscheinlich schon so, dass die halt eben 5-10% höher liegen werden als heute. Das heißt, 50 bis 100.000 Euro sind einfach vernichtet. Und wenn wir jetzt gerade schon an absoluten Untergrenze sind, dort irgendwas zu kaufen, ja, wie soll das denn werden? Wie soll das funktionieren? Wir haben jetzt halt einfach einen Mordszeitdruck, innerhalb von wenigen Monaten halt dann auch ein Haus zu kaufen und zu finden, was in unseren zugegebenermaßen schon sehr speziellen oder sehr konkreten Vorstellungen entspricht. Also es muss einfach gedämmt sein, gut gedämmt sein, ist klar. Und ja, das Thema Heizung ist halt jetzt leider ein großes Thema. Es ist absolut unnötig, aber es ist halt leider ein großes Thema. Denn so eine neue Heizung kostet zwischen 30.000 und 70.000. Können wir uns nicht einfach mal so leisten. Und dafür einen Kredit aufnehmen bei aktuell Zinsen von 5%, ja, have fun. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß, also das Risiko ist einfach gigantisch. Es wird innerhalb von einem Jahr so viel Geld vernichtet. Und am Ende haben wir zwar vielleicht das Geld, aber es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist kompletter Wahnsinn. Ich sehe gerade meine Zukunft einfach so vor mir, die wirklich gerade so quasi zerbricht. Und ihr müsst es ja so vorstellen, ich hatte mit meinen Eltern gewissermaßen schon so einen, sagen wir so, so eine Art familiären Generationenvertrag. So. Ich kann hier wohnen. Ich bekomme das Haus vererbt. Dafür im Gegenzug helfe ich natürlich mit, wo es noch geht. Klar. Was noch? Natürlich, wie gesagt, mithelfen, muss dann quasi alles nach und nach übernehmen. Arbeiten, die man auch übernehmen und so weiter. Dann eben das ganze Ding später selbst mitzubezahlen, beziehungsweise abzubezahlen. Und mich natürlich dann um die Eltern zu kümmern, wenn sie alt sind. So. War quasi eben unsere Abmachung. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. An welchem Punkt wir momentan überhaupt stehen, keine Ahnung. Und jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir quasi entweder in irgendein hässliches Loch ziehen werden, weil die Preise so hoch sind und wir können auch hier nicht wegziehen, weil mein Stiefvater hier Familie hat. Also er ist Opa geworden vor kurzem und ins Ausland geht er sowieso nicht und weiter weg zieht er eh nicht. Das heißt, es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin mittlerweile einfach an so einem Punkt der Verzweiflung, wo ich gerade irgendwie versuche, ja, irgendwie gerade Sinn in die Sache zu bringen, beziehungsweise auch irgendwie nicht in Panik zu verfallen. Aber betrachtet man einfach objektiv die aktuelle Lage und die Zukunft und die Aussicht, dann kann man eigentlich nur in Panik verfallen. Und ich weiß echt nicht mehr weiter. Also das Level an Verzweiflung bei mir mittlerweile erreicht schon echt neue Höhen. Also ich wollte letzten Tage Sport machen und in meinem Kopf ist halt wirklich einfach nur die ganze Zeit Kopfkino. Ich kriege einfach keine konzentrierte Minute oder keine konzentrierte Stunde, wo ich einfach sage, okay, jetzt Kopf aus und jetzt einfach mal Sport machen und so. Klappt einfach nicht. Also selbst im Bett, selbst wenn ich dann irgendwie schlafe oder aufwache und so. Ich mache mir gerade einfach so einen Kopf drum.
weil ich einfach sicher weiß, dass das nicht funktionieren wird oder nicht funktionieren kann. Wirklich, meine Eltern gamblen hier wortwörtlich gerade wirklich drauf, dass schon einfach irgendein Haus auftauchen wird, was unseren Erwartungen entspricht und unserem Budget entspricht. Und das in der richtigen Zeitspanne. Wir haben die letzten 16 Jahre so viele Abstriche gemacht. Wir waren damals vor dem Ganzen, wir waren jedes Jahr ein, zwei Mal im Urlaub. Wir haben so viele coole Sachen gemacht. Wir haben in den letzten 16 Jahren quasi nichts mehr gemacht. Also wir waren, ich glaube, zweimal waren wir im Urlaub. Und das ist noch gar nicht mal so lange her. Das war, glaube ich, 2018 und 2019 oder so war das ungefähr. So. Wir haben auch bei vielen anderen Sachen einfach zurückgesteckt. Also in jeder Hinsicht. Wir haben im Prinzip eigentlich gelebt wie eine Hartz-IV-Familie, mehr oder weniger. Natürlich jetzt nicht ganz, wir haben uns schon was geleistet und so, aber wir haben nicht viel gemacht irgendwie. Also effektiv bestand alles nur aus Arbeiten, irgendwie Geld verdienen. Gegenseitig hat man sich eigentlich kaum gesehen. Und wenn, hat man sich nur gestritten, weil jeder einfach nur noch genervt war und dort gestresst war und so. Und ich sehe gerade einfach, dass alles umsonst war. Mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit war einfach alles umsonst. Der Umzug damals, der Umzug, beziehungsweise auch die ganzen Probleme, die aufgetreten sind, auch das ganze Leben, was ich da einfach selbst weggeschmissen habe, ist einfach alles umsonst. Ich weiß auch gar nicht, was ich eigentlich darüber denken soll oder wie ich dazu stehen soll. Ich weiß auch gar nicht, ob ich meine Eltern nochmal damit konfrontieren soll, weil ich weiß es nicht. Natürlich kann es sein, dass wir Glück haben und es funktioniert. Aber wie hoch ist die Chance bitte? 5%? 10% maximal? Und wir vergammeln hier wirklich einen Riesenbetrag an Geld und Sicherheit und unser fucking Haus. Wirklich, ihr könnt es euch einfach so vorstellen, wir stecken unser Haus in eine Slotmaschine rein, wie Knossi und Montana Black. Wir stecken das Haus da rein und hoffen einfach, dass ein anderes rauskommt. Oh, scheiße. Was haben wir nur gemacht? Und wie kommen wir hier wieder raus? Bin ich wirklich zu negativ vielleicht? Jetzt kann ich das Ding verschieben. Bin ich halt zu negativ? Bin ich zu... ich weiß es nicht. Bin ich zu pessimistisch? Oder seht ihr das genauso? Also seht ihr die Gefahr, von der ich gerade rede? Seht ihr die auch? Oder denkt ihr einfach, dass ich komplett übertreibe? Ich weiß es gerade einfach selbst nicht mehr. Also doch, ich weiß es schon und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht übertreibe. Aber vielleicht sehen das auch andere von euch anders. Also ich meine, meine Eltern sehen es ja offensichtlich anders. Also muss es ja auch irgendwer irgendwie anders sehen. Also, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich kann mir noch tagelang und wochenlang, und das werde ich ja wahrscheinlich trotzdem, mit rotem Kopf zu brechen. Was und wie und warum und wieso und keine Ahnung. Aber effektiv bin ich jetzt gerade wirklich, ich bin sprachlos. Und ich kriege gerade einfach auch wirklich keinen freien Kopf mehr. Weil einfach diese Aussicht einfach darauf, quasi einfach so letzte Stabilität im Leben zu verlieren, zum einen, und zum anderen auch wirklich in eine komplett ungewisse Zukunft zu gehen. Noch nicht mal zu wissen, wohin wir ziehen. Meine Mutter weiß auch noch nicht mehr wahrscheinlich, wo sie arbeitet. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellt. Also die will halt dann irgendwo einen Job finden, nach dem Umzug dann. Keine Ahnung, wie es gehen soll. Wir wissen nicht mal, wo. Wir wissen noch nicht mal. Also klar, sie arbeitet in der Pflege und das ist
bestimmt einfacher als in vielen anderen Branchen, aber nicht überall ist ein Pflegeheim oder. Und sie kann auch nicht mehr in der aktiven Dinge arbeiten. Und also. Ich weiß es nicht mehr. Wir sind einfach so fucked. Es ist. Und wenn man uns auch wirklich selbst in eine Situation gebracht. Wobei ich gar nicht wir sagen will. Weil ich hätte niemals so eine Entscheidung getroffen. Niemals. Aber jetzt sind wir hier. Alter. Ich werde zu alt für so einen Scheiß. Ich bin nicht mehr so flexibel mit den ganzen Sachen da. Ich kann nicht einfach sagen, ja, dann umziehen, einmal, vielleicht zweimal. Dann ist es halt irgendwie ungewiss, wohin es geht und so. Ich kann es nicht mehr. Also ich konnte es noch nie, aber je älter ich werde, desto weniger kann ich das. Also gewissermaßen spüre ich gerade schon auch mein Alter irgendwie so mittlerweile. Also jetzt irgendwie sagen so, ja, dann lasse ich mich auf was Neues ein und eine ungewisse Zukunft, das kann ich nicht. Es ist Wahnsinn. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich an dem Punkt, wo ich am liebsten ausziehen würde. Nur meine Devise ist es, nicht mehr in Anführungsstrichen nach Deutschland zu ziehen. Also nicht mehr von Deutschland nach Deutschland, sondern nur noch von Deutschland irgendwo anders ins Ausland. Das hat politische Gründe, aber auch wirtschaftliche Gründe. Ich würde mir halt einfach irgendein Land suchen, irgendein, in Anführungsstrichen, billiges Land, sei es Ungarn oder whatever. Und notfalls würde ich einfach wirklich als Freelancer arbeiten. Keine Ahnung. Klar, welche Sprache spricht man in Ungarn? Ungarisch? Ich kenne ungarische Salami, aber ich glaube, es hat nichts mit der Sprache zu tun. Nee, was spricht man da? Bulgarisch? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ungarn? Spanisch? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube, es ist Bulgarisch. Gut, mit Englisch kommen wir bestimmt auch halbwegs weit. Oh Gott, die haben Hieroglyphen? Was? Was ist das denn? Oh Gott. Oh nee. Was ist das denn? Okay, Bulgarisch ist tatsächlich eine Sprache. Nee, die Salami kam aus. Warte mal, ich bin bei Bulgarien. Ich such doch. Ach, Ungarn. Oh Gott, ey. Alles das Gleiche. Die haben. Haben die auch so komische Hieroglyphen? Heilige Scheiße. Oder ist nur die Aussprache? Keine Ahnung. Nee, dann eben keine Hieroglyphen. Okay. Sprache. Ungarisch. Die sprechen tatsächlich Ungarisch. Ja, krass. Ja, also, ich weiß es nicht. Irgendwie mittlerweile ist es fast schon so ein Gedanke, den ich habe. Lustig wäre es halt schon. Gewissermaßen lustig und gewissermaßen vielleicht auch mal was Neues. Ja, ich habe gerade gesagt, ich mag nichts Neues. Oder ich mag nichts Ungewisses. Aber ja, ich meine, kriegst du einfach ein Haus für, ich glaube, 40.000 bis 50.000. Ein ganzes Haus. Relativ neu sogar noch. Mit Garten und allem. Ja, essen gehen. Eine Person 11 Euro mit Essen und Trinken. In einem schon sehr guten Restaurant. Ja. Mieten kriegst du für ein paar hundert Euro, wenn du dir kein Haus kaufen willst oder kannst. Also, Leben da ist sehr, sehr billig. Ich glaube auch, ja, Lebensmittel sind halt, glaube ich, ist das nicht so viel billiger, aber es sind trotzdem halt billiger als in Deutschland sogar, soweit ich weiß. Ja, also grundsätzlich
wäre einfach eine Idee von mir. Einfach eine random Idee, eine vielleicht auch ein bisschen gewagte Idee. Sinnvoll, ja, nein, vielleicht. Kein Plan. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, also ob ich jetzt hier wirklich aktuell, ich weiß nicht, wo ich mehr Zukunft habe. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Zukunft habe. Das ist alles verrückt. Das ist wirklich alles von Anfang bis Ende verrückt. Jetzt hat sich das Ganze endlich langsam in geordnetere Bahnen gelenkt. Jetzt habe ich 2022 angefangen mit Programmieren. Hat jetzt entweder die Wahl, dass ich in Richtung Softwareentwicklung gehe oder Spieleentwicklung. Habe mich jetzt für Spieleentwicklung entschieden. Habe jetzt viele Jahre vor mir, was einfach wirklich viel Lernen ist und Arbeiten und wirklich lange Tage und lange und harte Tage. Und ja, so langsam dachte ich mir, okay, der ganze Bullshit ist es vorbei. Jetzt kann ich wirklich anfangen, mein Ding zu machen. Das ist eine gute Perspektive, das ist ein guter Job, das sind gute Jobs. Gut, Spieleentwicklung ist kein guter Job, die Bezahlung ist miserabel. Für die Arbeit, für die Stunden, für das Skill-Level, das man braucht. Keine Frage. Aber es ist trotzdem, es ist sicher, es sind sichere Jobs im Verhältnis zu vielen anderen Jobs und sie bezahlen trotzdem verhältnismäßig gut. Gerade Softwareentwicklung bezahlt sehr gut. Aber ja, jetzt stehe ich hier und in, keine Ahnung, in Tagen oder Wochen oder wenigen Monaten ziehen wir hier aus. Und irgendwo ins Nirgendwo. Oder vielleicht auch ein neues Haus, vielleicht in eine Wohnung. Who knows? Ja, dann ist ein Umzug, dann habe ich mal 3 Wochen kein Internet. Das ist toll. Damit kann ich arbeiten. Vielleicht, wenn es auch mal länger dauert, habe ich mal 2 Monate kein Internet. Ich meine, wir alle kennen Telekom und Vodafone. Dann kommt der Umzug. Ich meine, wie soll ich denn während des Umzugs irgendwie lernen oder arbeiten? Das funktioniert doch nicht. Ich kann nicht sagen, so ja, ich will jetzt trotzdem mal 5 Stunden, einerseits 5 Stunden hier arbeiten, dann halt noch irgendwie beim Umzug mithelfen. Das klappt ja nicht. Also, ich meine, auch Spieleentwicklung ist Arbeit und das ist verdammt harte Arbeit und auch Programmieren ist verdammt harte Arbeit. Also, das ist nicht weniger Arbeit, als ich damals, oder als im Gegensatz dazu, wo ich damals in einem Discounter gearbeitet habe. Das ist beides sehr harte Arbeit. Also, im Discounter hast du wirklich sehr krasse Arbeit, harte Arbeit, Zeitdruck, Akkordarbeit. Und auch Softwareentwicklung oder Spieleentwicklung ist extrem stressig, ist extrem harte Arbeit. Anders harte Arbeit. Und ja, also wenn ich da 4-5 Stunden am Tag, oder ich meine, selbst wenn ich 3 Stunden am Tag damit verbringe, also da weiß man schon, was man getan hat. Gerade so als Solo-Entwickler, wo du alles selbst durchdenken musst, wo du selbst deine Konzepte schreiben musst, wo du wirklich selbst quasi ein Mädchen für alles bist und alles erledigen musst. Es ist halt einfach krass. Und da werde ich ja nicht sagen, okay, ich helfe jetzt irgendwie 8 Stunden am Tag beim Umzug und dann hocke ich mich 3-5 Stunden hin und arbeite an meinem Spiel. Werde ich halt nicht machen. Und dann müssen wir noch so viele Sachen wegschmeißen und verkaufen und wie gesagt, das ist halt einfach ein Fass ohne Boden. Und wenn wir halt wirklich eine andere Wohnung ziehen, eine Mietwohnung, dann geht das Ganze ein paar Monate später oder wann auch immer wir dann vielleicht mal ein Haus finden mit viel Glück, dann geht es wieder von vorn los. Also effektiv. Effektiv ist das alles verrückt. Ich komme auf keinen vernünftigen. Warum steigt das Level eigentlich nicht? Es steht schon die ganze Zeit auf 67, what the fuck. Ja, auf jeden Fall, ich komme auf keinen Nenner. Ich komme nicht voran. Also, ich drehe mich mein ganzes Leben im Kreis. Ich mache keine Fortschritte, also ich weiß es nicht.
ob meine Eltern das vielleicht irgendwie mit Absicht machen oder so, keine Ahnung. Aber, keine Ahnung. Stand jetzt, hier und heute. Ich meine, wenn ihr einen Rat für mich habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich finde mich sehr interessiert für euren Rat. Ja, ich meine, ich denke, also klar, natürlich. Ich meine, bisher keine also, ich habe mir keine Illusionen. Hier gibt's nichts. Hier gibt's effektiv keine Rat. Hier gibt's keine Lösung dafür. Es ist verrückt. Es ist Wahnsinn. Es ist verrückter Wahnsinn. Es ist. Ja, hier gibt's keinen Way Out. Ich kann mitspielen. Ich muss mitspielen. Ich habe keine andere Wahl. Natürlich, wenn es klappt, in die alte Heimat zurück, wäre super. Aber wie gesagt, oh, Level steigt doch, hups. Aber wie gesagt, die Häuser, die sind nicht da. Die Häuser, nach denen wir schauen, gibt's nicht. Ja, also. Effektiv, dann geht's vielleicht sogar noch in ein anderes Dorf, also in eine neue Heimat. Ja, also für mich gibt's nur eine Heimat. Aber ja. Dann weg von der alten Heimat, die ich jetzt. Wo ich mittlerweile mich arrangieren konnte, jetzt weg von der neuen Heimat, die mich genauso lang oder genauso viel Zeit gekostet hat, um mich damit abzufinden, dass wir jetzt hier leben, obwohl es hier wirklich alles andere als toll ist. Aber es gibt zumindest einige tolle Ecken hier und die habe ich einfach für mich jetzt entdeckt. Und es gibt einfach viele Orte, an denen ich hier gerade aktuell gern bin. Ich habe 2017 wieder angefangen mit Skifahren und hier gibt es Spots, die ich gefunden habe. Das ist eine Aussicht, wirklich. Ich habe es, glaube ich, schon mal gepostet irgendwo. Ich stehe auf der Skipiste ganz oben am Gipfel vom Berg und wirklich die ganze Sicht, so weit ihr sehen könnt, Berge, Gipfel, teilweise Nebel, im Tal unten drüber dann quasi Sonne, die drüber scheint. Quasi einfach so der Überblick über große Teile Österreichs, über die ganzen Berge, teilweise auch sogar über die Gletscher. Und wirklich absolute Ruhe an diesem Ort. Einfach nur ich, die Natur und wirklich der krankeste Ausblick, den es auf Erden einfach gibt. Und ich kann euch sagen, so viele Orte gibt es in Deutschland nicht, wo ihr so einen Ausblick habt. Also wirklich auf den Berg geht und also vor allem, dass ihr da einfach hinkommt, das ist schon das Erste. Dass ihr wirklich da hinkommt, dass ihr hinfahren könnt bis oben hin und ihr steigt aus dem Lift aus und ihr habt einfach eine Übersicht, einen Überblick über, ja, über quasi die Alpen, über hunderte Berge, die halt im Winter, wie gesagt, verschneit sind. Und wenn dann eben die Sonne reinscheint und vielleicht sogar dann, wenn die Tage kürzer sind und dann sogar wenn Sonnenuntergang halt also 16 oder 20 oder so ist und man dann quasi da oben stehen kann und man kann zuschauen, wie quasi halt das Sonnenuntergang, quasi das Abendrot dann ist, vor dieser Kulisse, vor diesen ganzen Alpen, vor den ganzen Bergen in den Alpen, die mit Schnee bedeckt sind und so. Das ist unbeschreiblich. Und auch wenn ich Bilder reinposte, ich poste mal eins ins Community-Tab, nachdem ich das Video veröffentlicht habe, auch wenn ich das mache, kein Bild, was ich poste, kann auch nur annähernd irgendwie dieses Gefühl und auch wirklich so diese Erfahrung und diesen Blick irgendwie auch nur ansatzweise zeigen oder rüberbringen. Bilder sind nett und so, aber die transportieren einfach nicht wirklich diese Situation. Und ja, ich habe jetzt wirklich für mich da einfach was gefunden, was sehr cool war, sehr cool ist, wo ich wirklich gern bin. Und jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, so ja, komm, jetzt alles weg, alles wieder rausreißen.
Es ist einfach Wahnsinn. Es ist wirklich. Es ist absoluter Wahnsinn. Ich stehe da effektiv hier und denke mir, toll. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, hier zu leben. Beziehungsweise ich habe mich damit abgefunden, nicht mehr in der Heimat zu leben. In der ursprünglichen Heimat. Und jetzt geht's hin, wahrscheinlich, so sehe ich es nämlich, denn so schaut es aktuell aus, irgendwo anders hin, wo jetzt quasi hier meine zweite Heimat in Anführungsstrichen auch wieder weg, wo mir auch wieder weggenommen wird, beziehungsweise wo auch einfach dann irgendein Kapitel der Vergangenheit wird. Und ja, es ist verrückt. Ich kann das Ganze gerade überhaupt nicht verarbeiten. Es ist einfach so viel. Es ist so viel, was gerade einfach da jetzt ansteht. Und mit was man gerade aktuell wirklich alles fertig werden muss. Ja. Also wenn es dazu kommt, dass ich, wie gesagt, mal, also wenn der Umzug losgeht, dann werde ich wahrscheinlich nichts mehr uploaden. Ich kündige es aber irgendwie an. Und ja, auch das ist ungewohnt, Alter. Ich mache YouTube seit 2011 oder 2012. Ich habe nie eine Pause gemacht. Und jetzt bin ich dann vielleicht einfach mit einem Monat lang wahrscheinlich irgendwie nicht da oder wochenlang zumindest einfach weg. Alter, es ist halt verrückt irgendwie. Es ist alles krank. Naja, danke fürs Zuschauen.